Moin aus Lübeck. Wie versprochen, heute Technikvideo Teil 2. Thema Stecker. Hier habe ich euch mal ein Thema Stecker zerlegt, auf das Tuch gelegt, damit ihr sehen könnt, worum es geht und was gepflegt werden soll am Thema Stecker. Kurz zum Aufbau. Der Körper des Steckers ist aus gehärtetem Stahl, der verzinkt ist. Der Ventilkörper aber ist aus Messing. Und wie ihr sehen könnt, trägt er hier einen kleinen O-Ring. Und es wird nicht nur die Außenhülle vom Stecker gepflegt, sondern auch der O-Ring muss gepflegt werden. Sprich, er muss öfter mit Silikon belegt werden, damit er möglichst lange gut abdichtet. Bei dem Ventilkörper ist es wichtig, diesen kleinen O-Ring, den ihr hier seht, zu pflegen. Und das machen wir mit den anderen O-Ringen oder wie mit den anderen O-Ringen auch. Er wird mit Silikon besprüht. Das muss allerdings regelmäßig geschehen, damit er immer wieder gut abdichtet, nachdem ihr die Kupplung abgenommen habt. Um den Außenkörper des Themas Steckers gut zu reinigen, benutzen wir hier bei uns in der Werkstatt ein solches Vlies-Material. Solltet ihr so etwas nicht haben, tut es auch ein Topfschwamm aus der Küche. Diese grüne Seite kann man sich hier gut wegschneiden und schon hat man auch im Prinzip ein gutes Vlies, mit dem man arbeiten kann. Schmirgelpapier würde ich für Reinigungsarbeiten nicht empfehlen. So, hier haben wir so einen Kandidaten. Ihr könnt den Thema Stecker schön sehen. Ihr seht, der ist ein bisschen belegt, leicht korrodiert. Und das wollen wir jetzt entfernen, weil diese leichte Korrosion zerstört die O-Ringe in der Kupplung und das wollen wir natürlich nicht. So, jetzt kommt das Vlies zum Einsatz, von dem ich gesprochen habe. Das nehme ich mir, lege es um den Thema Stecker herum. Und mache ihn schön sauber. Ja, ihr könnt sehen, da tut sich schon richtig was. Manchmal ist der Korrosionsansatz ein bisschen hartnäckiger. Hier ist es relativ einfach. So, jetzt haben wir ihn erstmal grob gesäubert. Jetzt mache ich ihn zwischendurch einmal sauber. Dazu nehme ich mir einfach ein bisschen Putzpapier. Mein beliebter Bremsenreiniger kommt fast immer zum Einsatz. Ihr könnt schön sehen, was da schon runtergekommen ist. So, damit bin ich eigentlich schon zufrieden. Jetzt noch einmal den Abrieb entfernen. Und dann haben wir den Stecker äußerlich auch schon fertig. Jetzt gilt es aber noch, einmal das Ventil einzudrücken und den O-Ring, den ich euch vorhin gezeigt habe, mit Silikon zu belegen. Was man auf keinen Fall nehmen sollte, ein scharfkantiger Gegenstand, mit dem man das Ventil eindrückt. Man kann sich zum Beispiel behelfen mit so einem Holz. Ihr seht, man kann ihn ganz bequem eindrücken. Was aber eleganter ist, und das bekommt ihr bei der Firma Schröder Fire Balloons, das ist so ein Messingröhrchen, was man auch während der Fahrt in der Pilotentasche dabei haben sollte, wenn man mit Thema-Anschlüssen unterwegs ist. Durch die Bohrung hier in dem Röhrchen könnt ihr ihn wunderbar auf das Ventil setzen und das Ventil eindrücken. Und das machen wir jetzt und sprühen gleichzeitig Silikonspray in das Ventil. Und ihr könnt versichert sein,
da kommt genug an dem kleinen O-Ring an. Wenn das erledigt ist, darf ruhig auch noch mal Silikon auf den Stecker von außen. Und was ihr auch immer machen solltet und nicht vergessen, wenn keine Kupplung draufsteckt, schützt den Stecker mit einer Staubschutzkappe. Das war's zur Pflege des Thema Steckers.